Eine schroffe Bergwelt, hohe Gipfel, endlose Gletscher. Das Val d'Anniviers zählt ohne Zweifel zu den beeindruckendsten Gegenden im Wallis. Südlich von Siders liegt das langgezogene Tal im französischsprachigen Teil des Kantons. Gleich am Eingang in das Tal muss eine unwirtliche Landschaft überwunden werden. Ein steiler Einschnitt verhindert, dass sich die Zufahrt ähnlich einfach gestaltet wie in den Nachbartälern. Kurve um Kurve geht es entlang senkrecht abfallender Felswände über eine spektakuläre Zufahrtsstraße steil hinauf in die Ortschaft Vissoir. Hier teilt sich das Tal auf in das westliche Val de Morie und das östliche Val de Sinan. Die Landschaft wird weitläufiger und auf den Sonnenterrassen siedeln sich schon früh die ersten Dörfer an. Mitte der 50er Jahre hält auch der Tourismus langsam Einzug im malerischen Val d'Anniviers. Das erste Dorf mit Wintersporteinrichtungen ist Vercorin am westlichen Taleingang. Bald darauf folgt auch Grimens mit seinem ersten Schwerpunkt. Vom Dorfrand führt die Anlage auf eine Anhöhe, ist aber noch nicht wirklich massentauglich. Erst ein Jahrzehnt später beginnt Grimens in der Liga der aufstrebenden Skigebiete mitzumischen. 1967 erfolgt der Bau einer fix geklemmten Zweiersesselbahn von der Ortschaft auf das Hochplateau Bondola. Konstrukteur ist der Berner Willi Bühler, der hier seine erste Sesselbahn der Firmengeschichte in Betrieb nehmen kann. 520 Höhenmeter überwindet die steile Anlage auf rund 1,4 Kilometern Strecke und ist damit für sich genommen bereits ein interessantes Ausflugsziel im Winter wie auch im Sommer. Als zusätzliche Beschäftigungsanlage folgt noch im selben Jahr ein Poma-Kurvenschlepplift als zweite Sektion nach Grand Plan. Bereits zwei Jahre später wächst das Skigebiet erneut und stößt mit zwei weiteren Sektionen Schlepplift bis in über 2800 Meter Höhe vor. Damit ist ein weitläufiges Pistenareal rund um die Bec de Bosson erschlossen. Insbesondere die rückseitigen langen Abfahrten durch ein völlig unerschlossenes Tal hinab nach Bondola stellen die Skifahrer vor Herausforderungen. Gegen Ende der 70er Jahre entscheidet man sich dazu, dieses Tal ebenfalls durch Seilbahnen zu erschließen und so eine zweite Achse zur Bergstation des bestehenden Schlepplifts Bec de Bosson zu schaffen. Im Sommer 1977 rücken die Baumaschinen im Bereich Lona an. Auf der ersten Teilstrecke von Bondola nach Le Cray entsteht eine fix geklemmte Zweiersesselbahn der Firma von Roll nach Bauweise Bühler. Diese schließt damit in ihrer Optik nahtlos an die 10 Jahre alte Sesselbahn von Grimens nach Bondola an. Mit nur 900 Metern Länge und einer eher flachen Trassierung ist die Anlage aber in erster Linie nur Zubringer in den Sektor Luna. Die zweite Teilstrecke bis in über 2800 Meter Höhe fällt dagegen weitaus spektakulärer aus. Trotz des schroffen Geländes und einer zu überwindenden Höhendifferenz von rund 550 Metern entscheidet man sich dazu, einen einzelnen Schlepplift zu erstellen. Wenig überraschend folgt der Bau eines Poma-Schlepplifts. Das französische Schleppliftsystem ist am besten in der Lage, unpassierbare Abschnitte mit Kurven zu umfahren. Auch der Schlepplift Luna weist fortan zwei solche Kurven auf, die erste nach links, die zweite nach rechts. Mit über 2 Kilometern Länge zählt der Lift zu den längsten seiner Art. Die Trassierung fällt dabei sehr unterschiedlich aus. Einem anspruchsvollen Stück direkt nach der Talstation folgt ein eher sanfter Verlauf in der Streckenmitte. Steil wird es erst im letzten Streckendrittel wieder. Die Passage ist auch für fortgeschrittene Skifahrer teilweise eine Herausforderung. Das dürfte auch der Grund sein, warum man den Schlepplift bereits 5 Jahre nach der Inbetriebnahme in zwei Sektionen aufteilt. Der untere, leichter zu befahrene Teilabschnitt kann so auch weniger geübten Wintersportlern zugänglich gemacht werden. Ein weiterer Vorteil der Aufteilung ist, dass die weiter oben gelegenen Pisten gerade im Frühling weitaus bessere Schneeverhältnisse bieten als die unteren. Auf diese Weise können die Skifahrer Wiederholungsfahrten im Sulzschnee vermeiden. Für die Aufteilung verlängert man die untere Sektion 1982 um ein kurzes Stück, um die neue Talstation der oberen Sektion besser erreichen zu können. Bei der Verlängerung erfolgt der Einbau einer zusätzlichen leichten Kurve kurz vor der Bergstation. Anfang des neuen Jahrtausends wird ein Großteil der oberen Sektion durch eine Lawine in Mitleidenschaft gezogen. Seit dem Wiederaufbau besitzt der Lift in der Streckenmitte im Bereich der Kurve neue feuerverzinkte Rundrohrstützen, die sich von den sonst grün gestrichenen älteren Exemplaren deutlich unterscheiden. Geblieben ist aber der Fahrspaß, den die Poma-Schleppliste bieten. Mit ihrer flotten Fahrgeschwindigkeit eignen sie sich besser als jedes andere Seilbahnsystem, um schnell und unkompliziert die Berge zu erklimmen. Die beiden Lona-Lifte in Grimens sind da keine Ausnahme.